In Deutschland haben wir gerade zu wenig Geld für die Kitas, wie schon so heißen. Kindergärten ist ja viel zu romantisch. Wir haben kein Geld für die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, Altenheimen, zu wenig Geld für die Lehrer, um Flüchtlingskinder zu integrieren, zu wenig Geld für Sozialarbeiter, zu wenig Geld eigentlich für die Sozialausgaben ohne dies, für Hartz IV oder Bürgergeldempfänger ohne dies, das sind 15 Millionen Menschen in Deutschland. Für nichts haben wir Geld, aber 100 Milliarden für Rüstung, das geht natürlich. 28. Februar, Herr Scholz, das soll die Zeitenwende werden. Und warum ist das so? Nicht, weil es vernünftig wäre, sondern weil wir nicht den Russen fürchten müssen, sondern den Frieden, den die Deutschen mit den Russen schließen könnten. Denn das würde ja bedeuten, es entstünde ein Wirtschaftsraum vom Atlantik bis zum Ural. Wir hätten einen Wirtschaftsraum von Vladivostok bis Lissabon. Dann wäre die Großmachtpolitik unipolar, der Hegemonialanspruch global der USA am Ende. Und das wurde beschlossen 1991, kann man nachlesen bei Wolfowitz, Cheney, Rumsfeld. Die ganzen Neocons. Wir müssen, ganz genau, wir müssen verhindern, dass je wieder ein Konkurrenz zu den USA entsteht. Und das ist der Grund, warum es ein vereinigtes Deutschland mit Russland in Eurasien, eine Friedenszone auf dem größten Kontinent, nicht geben darf und soll. Geschuldet der amerikanischen Anspruchshaltung. Wir sind die Sieger im Kalten Krieg. Und deshalb gehört uns der Rest der Welt. 1997 schreibt Brzezinski, die einzig verbliebene Weltmacht. Genau. Es ist kein Angebot zum Frieden, sondern das ist die Schwäche Russlands, die wir jetzt ausnutzen, indem wir schon mal im Nahen Osten anfangen, alles zu kassieren, was die Russen nicht mehr bereit sind zu verteidigen. Und dann haben wir es 1991, prompt haben wir den Krieg im Irak. Ungefähr 1 Million Tote. Ich frage endlich die Politiker, wie kann man denken als Politiker, indem man 1 Million Tote für Kollateralschäden erklärt? Wie kann man über Millionen Leichen hinweggehen, um Macht zu erringen, um zynische Spiele im Pentagon zu haben? Und wenn wir noch von Religion was hören, das Programm des Kaiser Augustus, die Welt ist friedlich, wenn römische Legionäre die Erde betreten, ist im Kapitol in Rom so falsch, wie es falsch ist im Kapitol in Washington. Gegen das eine wie das andere muss sein, wer sich als Christ bekennt. Frieden kann nicht sein im Namen Gottes, so viel steht fest für jeden, der die Bibel einigermaßen mit Verstand liest, ob Jude, Christ oder Muslim. Aber warum wehren sich denn die Christen nicht? Weil eigentlich die USA als große kriegerische Nation ist eine christliche Nation. Deutschland hat mit bombardiert bei Serbien 99, dann 2001 bis 21 in Afghanistan, bei Syrien war man dabei. Jetzt stellt man Panzer für Zelensky zur Verfügung, trainiert ukrainische Soldaten und unterstützt Benjamin Netanyahu. Also was ist denn los mit den Christen? Die Christen sind umerzogen worden vor 1600 Jahren. Eine Tragödie. Die Botschaft Jesu ist der frühen Kirche noch vollkommen klar. Leute, du sollst nicht töten, oder? Ist ja nicht so eine komplizierte Botschaft. Die einen sagen, ich kann nicht die ganze Bibel lesen, dann kann man ja sagen, du sollst nicht töten, das reicht, oder? In Nordafrika gibt es einen Theologen, Tertullian, der schreibt wörtlich jetzt, wenn Jesus sagt, Kapitel 27 bei Matthäus, zu Petrus, der ihm das Leben retten möchte, indem er zum Schwert greift, steckt das Schwert dahin, wo es gehört. Dann hat er, schreibt Tertullian, jedem Soldaten den Koppel abgeschnallt. Das ist eine klare Interpretation. Jesus selber will nicht verteidigt werden. Das Heiligste auf Erden, das wir verehren in der Gestalt Christi, kann man nicht verteidigen, indem man Menschen tötet. So deutlich ist das der frühen Kirche noch gewesen.